Angelika, 24, guten Morgen. Morgen, hallo. Hallo Angelika. Um was geht's bei dir? Um Vergewaltigung in der Familie und Misshandlung in der Familie. Mhm. Du bist betroffen? Ja, leider. Ich war 4 Jahre alt, als mein Stiefbruder mich das erste Mal vergewaltigt hat. 4 Jahre? Mhm. Wie alt war der Bruder? Der war 15 Jahre älter, also 19. So viel älter? Mhm. Kannst du dich da... Ich meine, 4, da ist man ja noch recht klein. Kannst du dich da... Ich denke mal, da kann man klein sein, egal wie alt. An sowas erinnert man sich einfach, an die Schmerzen auch, was in dem Moment war. Oder ja, dieser Moment, weil wenn du 4 bist, weißt du ja eigentlich gar nicht, was da passiert. Du weißt einfach nur, dass es höllische Schmerzen sind. Mhm. Wie lange dauerte das dann an? 11 Jahre. 11 Jahre? Mhm. 11 ganze Jahre. Es war der Stiefbruder? Bitte? Es war der Stiefbruder? Ja, Stiefbruder, ja. Mhm. Ausschließlich der Stiefbruder. Ausschließlich, bitte. Also vergewaltigt und sexuell missbraucht hat mich mein Stiefbruder und misshandelt, also geprügelt und noch andererlei Sachen hat meine Stiefmutter und mein Stiefbruder gemacht. Ja. Hast du damals jemandem davon erzählt? Erst mit 15. Erst mit 15. Das heißt, diese ganzen, du hast 11 Jahre lang das für dich alles so ertragen und erduldet. Ja. Mhm. Lustig. Ich meine, mein Stiefbruder hat mir auch immer gedroht. Ich meine, für ihn war das anscheinend irgendwie sowas wie für andere, sich die Zähne putzen oder so. Ich weiß es nicht. Da hat er da auch immer gesagt, wehe, du sagst was, dann bringe ich dich um. Mhm. Oder ich prügel dich und was weiß. Also er hat mit richtig heftigen Dingen gedroht gehabt. Mhm. Und er hat ist schon vorbestraft. Er hat auch illegalen Waffenbesitz gehabt. Ja. Und das hat die Sache halt alles einfach noch verschlimmert, weil dann traut man sich einfach nicht sagen, erst recht nicht als Kind oder Jugendliche. Ja, natürlich, natürlich. Du sagst Stiefbruder und Stiefmutter. Ja. Wie kam diese Familie da zustande? Mein Vater und meine leibliche Mutter haben sich scheiden lassen, als ich 3 Jahre alt war. Mhm. Und mein Vater hat leider das Sorgerecht für mich gekriegt, weil meine Mutter Alkoholikerin ist. Mhm. Und als ich Anfang 4 war, hat mein Vater meine Stiefmutter geheiratet, die 4 Kinder mit in die Ehe gebracht hat. Drei Mädels und ein Jungen. Mhm. Und deswegen Stiefgeschwister, also Stiefschwester, Stiefbruder und Stiefmutter. Ja. Mit 15, wem hast du es dann gesagt? Einer Freundin, einer angeblichen guten Freundin, wo ich dachte, es sei meine gute Freundin. Ja. Die hat in dem gleichen Haus gewohnt wie wir. Und irgendwann hatte ich einfach das Bedürfnis, mit jemandem, dem ich dachte, vertrauen zu können, es ihr zu erzählen. Mhm. Und die hat es gar nicht geglaubt. Die hat gesagt, du lügst, sage ich. Ich lüge nicht. Ich schwöre dir, ich lüge nicht. Ich soll sofort tot umfallen, wenn ich lüge. Mhm. Mit sowas macht man einfach keine Scherze. Mhm. Und sie war dann auch total geschockt und alles. Und ich habe gesagt, sag aber bitte nichts in meiner Familie, da weiß es keiner. Mhm. Und sie war aber mit meiner Stiefmutter, war sie dicke Freunde. Mhm. Und irgendwann hat es einer meiner Stiefgeschwister erzählt. Mhm. Und daher hat es dann meine Stiefmutter irgendwann erfahren, aber nie geglaubt. Nicht geglaubt? Nein. Mhm. Ihr toller, lieber Sohn, würde sowas nicht machen. Hast du denn große Schwierigkeiten bekommen? Ja, doch. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus. Der war schwer krank. Und ich war sowieso immer so dieses ungewünschte Mitbringsel von meinem Vater, also von meinem Vater mit in die Familie. Mhm. Und es hat halt so geendet, dass ich mit den Füßen getreten worden bin. Mhm. Dann bin ich geschlagen worden. Ich würde die Familie nur kaputt machen wollen. Ja. Ich sei das letzte Stück und alles. Und dann hat sie gemeint, sie hat mich auch bis nachts um 2:30 war das, das werde ich nie vergessen. Hat sie gemeint, morgen gehen wir zur Polizei, da werde ich dich anzeigen und wir gehen zum Frauenarzt, lassen feststellen, dass überhaupt nichts ist und so. Da habe ich gesagt, können wir gerne machen. Mhm. Sag ich, dann gehen wir zur Polizei. Frauenarzt weiß ich nicht, ob er das noch feststellen kann, aber zur Polizei gehe ich gerne mit. Mhm. Und am nächsten Morgen stand ich um 6:30 auf. Das ist, als wäre es gestern erst passiert. Stand ich um 6:30 auf. Und meine Stiefmutter hat nur ganz entsetzt gefragt, was machst du, wo gehst du hin, was willst du? Und sag ich, ja, du wolltest doch heute zur Polizei gehen und zum Frauenarzt. Nee, die Blamage gebe ich nicht, hat sie gemeint.
würde sie sich nicht geben, mit so einer, wie hat sie damals gesagt, billigen kleinen Nutte wie ich bin, würde sie sich die Blamage nicht geben, zur Polizei zu gehen und ihren Sohn anzuzeigen. Hast du irgendwann eine Anzeige erstattet? Nein. Bis heute nicht? Nein. Die 11 Jahre, in denen das passiert ist, er hat richtig mit dir geschlafen? Richtig mit mir geschlafen. Schon als ganz kleines Kind? Mhm. Wie oft kam das vor? Immer wenn wir alleine waren. Und das war leider sehr oft, weil mein Vater war freiberuflich, also selbstständig. Und er war sehr viel unterwegs und meine Stiefmutter hat ihn manchmal begleitet. Mhm. Meine große Stiefmutter, also meine, ich sag mal Schwester, weil Stief, das dauert, ist so ein langes Wort immer. Mhm. Meine große Schwester, die hat 80 Kilometer von dem Ort, wo wir entfernt, wo wir gewohnt haben, hat die eine Ausbildung gemacht. Meine andere Schwester war den ganzen Tag nicht da. Mhm. Und meine vierte Stiefschwester, die ist schon längst ausgezogen gewesen, war verheiratet. Und ja. In welchem Alter bist du ausgezogen? Ich bin mit 17 Jahren von zu Hause abgehauen. Mit 17. Mhm. Wie war denn in all den Jahren und auch bis heute dein Verhältnis zu deinem Vater, zu deinem leiblichen Vater? Also, was ich muss sagen, mein Vater lebt nicht mehr. Aha. Er ist 1996 gestorben. Ja. Es war kein Mutter-Vater-Verhältnis. Es war einfach, er hat nie irgendwie wie gesagt, ich hab dich lieb oder irgendwas. Also er war nicht so eine große Vertrauensperson, nein, dass du hättest zu ihm gehen können. Also er war dir auch eher fremd oder es war eine Distanz zwischen dir und dem Vater. Wo ich mir manchmal gar nicht sicher bin, dass er es nicht wusste. Er hat ja auch mitgekriegt, dass meine Stiefmutter mich misshandelt hat. Und hat nichts dagegen gemacht. Misshandelt heißt geschlagen? Ja. Schlimm geschlagen? Sehr schlimm geschlagen. Wie schlimm? Brüche, Knochenbrüche, Verbrennungen. Knochenbrüche? Ja. Was noch? Verbrennungen am Oberarm mit heißem Tee. Ich meine, das hört sich jetzt an wie ein Horrorfilm. Also ich denke mir, es gibt bestimmt Leute, die jetzt sagen, oh mein Gott, das glaube ich nicht. Aber ich würde es auf das Leben meiner Kinder schwören, wenn es eine Lüge wäre. Knochenbrüche, das heißt, du musstest dann ja auch ärztlich behandelt werden. Was hast du denn da gesagt im Krankenhaus? Dass ich hingefallen bin. Dass du hingefallen bist. Wie viel Mal ist das passiert, dass sie dir etwas gebrochen hat? Zweimal. Einmal der rechte kleine Finger und einmal der linke kleine Finger. Da. Hat sie das mit der Hand so richtig abgebrochen, umgebrochen? Mhm. Mhm. Jetzt bist du 24 und bist aus dieser Hölle, Gott sei Dank, schon viele Jahre raus. Aus der räumlichen Hölle, sagen wir es mal so. Aus der räumlichen Hölle, genau. Ja, so meine ich das. Ja. Auf die seelische wollte ich jetzt eigentlich auch zu sprechen kommen, weil ich mir vorstellen kann, wenn man sowas durchgemacht hat, dass man da ganz lange und somit auch jetzt in dem Falle bei dir jetzt noch drunter leidet. Ja. Mhm. Warst du mal bei einem Psychologen? Bei einem Schulpsychologen war ich mal. Aber nur einmal oder einmal, so? Einmal, ja. Also du hast keine richtige psychologische Betreuung, Therapie hinter dir, gar nichts. Nein. Hast du einen Freund? Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Ach, daher auch gerade beim Leben meiner Kinder, oder? Ja, genau. Ich dachte, hättest du einfach nur so gesagt. Nein, das sind meine zwei Mäuse. Also das sind mein Leben, meine zwei Kinder. Mhm. Wie ist das Verhältnis zu deinem Mann? Eigentlich ganz gut so. Bis auf Bett. Also bis Bett. Auf die Sexualität, das ist mir klar. Ja. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du überhaupt keine Lust an der Sexualität empfindest. Ja. Stimmt das? Ja. Weniger. Es ist situationsbedingt. Also es gibt Tage, da sprühe ich so. Da denke ich mir, hier, das gehört, die Vergewaltigung und alles, das gehört zu meinem Leben dazu, damit muss ich umgehen. Mhm. Da habe ich dann auch kein Problem mit meinem Mann zu schlafen. Beziehungsweise da mache ich es auch gerne. Aber wenn du mit ihm schläfst, hast du dann einen Orgasmus dabei? Selten. Mhm. Weiß dein Mann von all dem, was hinter dir liegt? Ja. Mhm. Ja. Ist das für ihn nicht auch sehr schwierig, dass er, ich meine, so in bezogen darauf, dass er vielleicht sogar Angst hat, dich in eine erotische Situation zu bringen, weil er immer denken muss, du magst das gar nicht so gerne? Er weiß, was ich nicht mag. Und wenn ich jetzt, oder was ich nicht machen kann, sagen wir es mal so, und wenn es halt, wie oralen Verkehr zum Beispiel, das mag ich nicht, das kann ich nicht. Weil du das auch machen musstest mit dem Bruder. Mhm. Ja, da fällt bei mir der Vorhang und dann fange ich an zu zittern und dann ist es vorbei. Und dann
der spricht mich auch gar nicht drauf an. Ja. Er hätte es zwar gerne, er sagt schon manchmal, wäre schön, wenn du es machen könntest, aber ich weiß, du kannst es nicht und ich weiß es warum. Und er zwingt mich auch nicht dazu. Also. Ist dir dieser Stiefbruder in der letzten Zeit über den Weg gelaufen? Nein. Nein. Ich will ihn auch gar nicht sehen. Warum zeigst du ihn nicht an? Ich weiß nicht. Ich habe Angst davor, das alles nur mal so durchleben zu müssen, ihm gegenüber zu sitzen und sagen zu müssen, du hast es gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe Angst davor einfach und ich weiß nicht, ob man es jetzt noch nachweisen könnte. Aber du hast mich angerufen? Ja. Heute Nacht, warum? Einfach um mit jemandem oder ja, mit dir darüber zu reden und auch gerade wenn es jemand hört, der das Gleiche durchmacht oder durchgemacht hat, einfach der Frau oder dem Mädchen Mut zu geben, einfach nicht das still über sich ergehen zu lassen, sondern einfach was zu tun, was ich leider nicht gemacht habe. Und du hast gerade ja auch gesagt, also ich sagte, du bist da aus dieser Hölle raus. Hast du gesagt, ja, aus der räumlichen Hölle, aber das Seelische ist noch da. Ja. Wie äußert sich das? Es äußert sich meistens abends, wenn es ruhig ist. Das heißt, wenn die Kinder im Bett sind und ich so alleine bin dann abends. Es äußert sich dann, dass ich anfange zu weinen. Und dann einfach nur denke, oh mein Gott, warum gerade dir oder warum gibt es so Menschen? Warum machen die sowas? Und wo ich dann am liebsten meinen Stiefbruder umbringen will. Hört sich zwar jetzt hart an, es ist aber so. Ja, das ist aber, glaube ich, wenn man sich in das Opfer, und du bist das Opfer, hineinversetzt, verständlich, dass man so ein Gefühl hat. Ich könnte jetzt vor mir liegen und könnte sterben. Ich will noch drüber steigen. Ich bin normalerweise ein total sensibler Mensch und ich erschrecke immer wieder vor mir selber, wenn ich das sage. Weißt du, Angelika, was die Anzeige anbelangt, bin ich immer, ich finde gern grundsätzlich, dass solche Schweine angezeigt werden sollen und dass sie auch aufs Härteste bestraft werden müsste. Ja. Ich schrecke aber immer so ein bisschen davor zurück, betroffenen Frauen, die Frauen dorthin zu drängen, weil das müssen die Frauen selbst entscheiden. Was ich aber auf jeden Fall sage, und das sage ich auch ganz mit großer Überzeugung, auch jetzt in deinem Fall, ist, dass ich der Auffassung bin, du solltest unbedingt dir ganz professionelle und langfristige therapeutische Hilfe suchen. Damit du mit den seelischen Nöten, die dich, wie du es gerade beschrieben hast, die dich immer wieder einfangen, bis hin auch zu deiner Sexualität, dass du das einigermaßen in den Griff bekommst. Einigermaßen. Das schaffst du nie im Leben alleine, nach so einer langen Zeit. Ich habe immer gedacht, so, das schaffe ich schon. Und jetzt auch erst recht, wo meine Kinder da, also wo ich... Ja, du verdrängst es ganz gut, aber es kommt immer wieder raus. Und es wird immer wieder Situationen geben, wo es hochquellt und du dann auch nichts machen kannst. Es ist auch ganz schlimm nachts immer, wenn, ich weiß nicht, wenn ich so intensiv drüber nachdenke, es ist dann wie so ein Film, der vom Kopf vorbeiläuft. Dann gehe ich zum, ich habe zwei Töchter, dann gehe ich zu ihnen ans Bett und ich habe einfach nur Angst, dass es ihnen auch passiert. Das kann man nicht beschreiben, das ist einfach die Hölle. Dann denke ich mir nur, was machst du, wenn es ihnen auch passiert? Wärst du denn bereit zu einer Therapie? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schon allein meiner Familie zuliebe. Ja. Was hält dich davon ab, es zu tun? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte mich schon so oft drum kümmern, aber ständig ist dann wieder was anderes gewesen, wo ich gedacht habe, Mensch, du brauchst keine Hilfe. Du vielleicht ist dieser Anruf auch nochmal jetzt so der I-Punkt auf alles, auf deine Entscheidung. Auch nochmal von draußen so zu hören, von einer unbeteiligten Person, wie wichtig das ist und wie richtig das ist. Und dass du da nichts falsch machen kannst und dass du eigentlich nur gewinnen kannst. Auf jeden Fall. Ich bin ja auch gerade dabei. Ja, gerade dabei. Ich möchte ein Buch schreiben. Ja. Und da habe ich mich jetzt vor ein paar Wochen mal am Computer gesetzt. Ob es ein Buch wird, das weiß ich nicht. Ich will einfach nur alles festsetzen. Aber es tut gut, auf jeden Fall, das loszuwerden. Ja. Und wenn es ein Buch werden sollte, dann hoffe ich, dass ich einfach anderen Mädels damit helfen kann. Das ist nämlich, nicht so. Braucht kein Mensch. Angelika, ich würde gerne, dass du auch noch ein paar Worte mit meinem Psychologen, mit dem Peter jetzt sprichst. Ist das okay? Ja, klar. Gut. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Hoffe, dass es klappt, dass du es schaffst mit der Therapie und dass du da auch gute Fortschritte machst. Ja, hoffe ich. Du legst bitte auf und wir rufen dich. Das heißt, Peter ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.